Man würde es kaum erwarten, einen DTM-Fahrer hier auf der PSI, aber René Rast ist da und wir freuen uns sehr. Die ersten Eindrücke von der Messe, was kann man so zusammenfassen? Ja, überwältigend, also sehr, sehr viele Eindrücke. War noch nie auf der PSI das erste Mal und muss wirklich sagen, sehr viele Eindrücke gesammelt, sehr viele neue Ideen für nächstes Jahr. Und ja, ich finde es auch sehr entspannt. Also es ist nicht eine Messe, die überlaufen ist, sondern wirklich eine Messe, wo ich entspannt zu den Ständen gehen kann und mich auch informieren kann und auch Qualität bekomme. Und das ist, was mich hier fasziniert. Du hast eine Zusammenarbeit mit Reflex, deswegen stehen wir auch hier mit dieser coolen Tasse unter anderem. Was beinhaltet diese Kooperation? Ja, wir haben letztes Jahr diese coole Tasse machen lassen mit meinem Auto drauf und haben den das erste Mal im Shop verkauft und ist wirklich auch sehr gut angekommen. Von dem her, ja, ich finde es auch sehr stylisch. Ja. Und das war ein Experiment, hat gut funktioniert und ich denke, dass wir dann dieses Jahr nochmal drauf zurückgreifen werden. Und noch andere Ideen, die im Raum stehen oder darf man da noch nichts verraten? Ja, viele neue Ideen. Wir werden mit Sicherheit, letztes Jahr war es ein Experiment, das ganze Merchandise zu machen. Wir wollten nur schauen, ob es funktioniert. Es hat gut funktioniert und jetzt werden wir dieses Jahr mit Sicherheit nochmal das Ganze ein bisschen ausweiten. Größere Mengen, buntere Farben und ganz viele neue Ideen. Also von dem her mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt mal Insider aus dem Cockpit. Hast du auch sowas dabei, wenn du fährst oder geht das nicht? Wir haben eine Trinkflasche dabei, aber die ist irgendwo verschraubt. Also ich kann die leider nicht in die Hand nehmen, aber trinken haben wir auf jeden Fall dabei. Wie sind denn überhaupt deine weiteren Ideen beziehungsweise was möchtest du für dieses Jahr erreichen, rein im Auto gesehen? Ja, sportlich ist natürlich immer das oberste Ziel, Meisterschaften und Rennen zu gewinnen. Das ist immer das ganz große Ziel. Und das hat ja hervorragend geklappt letztes Jahr, ne? Genau. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle. Danke, danke. Ja, letztes Jahr sind wir DTM-Meister geworden, das hat gut geklappt. Und das sollte natürlich für dieses Jahr das weitere Ziel sein. Wobei, na klar, jedes Jahr beginnt bei null, jeder hat null Punkte. Alles kann passieren, aber das Ziel sollte es wieder sein, zu gewinnen. Ich würde sagen, auf der PSI startest du schon mal mit 100 Punkten und kommst dann nächstes Jahr nochmal vorbei. Und wir würden uns sehr freuen. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Danke. Dankeschön.